Am 26. Februar 2000 beging Franz Fuchs in der Justizanstalt Graz-Karlau Selbstmord. Der rechtsextreme Terrorist verschickte zwischen 1993 und 1996 zahlreiche Briefbomben. Bei seinen Anschlägen wurden 15 Personen schwer verletzt und 4 getötet. Eines der bekanntesten Opfer war der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk. Er verlor bei der Detonation einer Briefbombe 2 Finger der linken Hand. Alle Attentate hatten einen rassistisch motivierten Hintergrund. Fuchs zündete vor seiner Verhaftung eine Rohrbombe, die ihm beide Hände abtrennte. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.